Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Kindertageseinrichtungen legen den Grundstein für gelingende Bildungsbiografien. Das klingt fast ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber nichtsdestotrotz ist das so. Und was auch schon fast wie eine Binsenweisheit klingt, aber nichtsdestotrotz auch genauso wahr ist, qualitativ gute frühkindliche Bildung braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Und jetzt kommt der Teil, an dem es eben nicht mehr so einfach ist mit diesen Floskeln, sondern es geht dann eben darum, was machen wir jetzt mit dieser Feststellung? Und ich will noch mal ganz klarstellen, es geht mit diesem Antrag, den wir hier heute vorlegen, nicht um einen Beitrag zum allseits beliebten Kita-Schwarze-Peter-Spiel. Wer hätte wann was machen können und warum hätte man was nicht machen können? Ich hoffe, Marcel Hafke, dass in deiner Rede nicht nur Textbausteine mit diesem Schwarze-Peter-Spiel. Du guckst schon so. Also ich hoffe, da ist doch noch ein bisschen mehr Substanzielles irgendwie dahinter. Denn es geht darum, dass nicht zuletzt, und das wissen wir ja auch alle, durch das Inkrafttreten des Rechtsanspruches ab dem ersten Lebensjahr eben ein höherer Fachkräftebedarf besteht. Und es besteht eben auch dadurch ein höherer Fachkräftebedarf, dass erfreulicherweise dieses Angebot ja auch angenommen wird durch die Eltern. Und zwar auch in einem höheren Maße angenommen wird, als dies vielleicht zunächst absehbar gewesen ist. Und neben dem Platzausbau konnten in den letzten 10 Jahren eben auch zusätzliche Beschäftigte gewonnen werden. 34.000, aber leider ist eben auch klar, dass das zwar gut, aber längst nicht ausreichend ist. Und wir haben vielfach ja jetzt schon über die unterschiedlichsten Rahmenbedingungen für gelungene und gute Kitas gesprochen. Und eine Zahl, die da ja auch immer wieder durch die Debatte nicht geistert, aber die nochmal die Debatte auch sehr stark mit befeuert, ist die Zahl von 16.000 Erzieherinnen und Erziehern, die wir zusätzlich allein in NRW bräuchten, legt man das zugrunde, was Bertelsmann uns vorgelegt hat. Und dabei ist noch nicht mit eingepreist, dass wir auch einen wachsenden Fachkräftebedarf im Bereich der offenen Ganztagsschulen haben. Den haben wir ohne dies schon. Verschärft in Häkchen wird das aber noch mal durch die Ankündigung der Großen Koalition bis 2025 auch hier einen Rechtsanspruch umsetzen zu wollen. Auch da ist dann natürlich der Bund gefordert, dies auch mit Mitteln zu hinterlegen und uns als Länder und Kommunen zu unterstützen, zum einen beim Ausbau der dafür notwendigen Hardware sozusagen, aber eben auch bei der Gewinnung von Fachkräften. Und der Gradmesser, jetzt wieder zurück zu den Kitas, weg von den offenen Ganztagsschulen, der Gradmesser für qualitativ gute frühkindliche Bildung ist der Fachkraft-Kind-Schlüssel und ein neues Kita-Gesetz. Und das, deshalb ist das an dieser Stelle auch natürlich ein Beitrag zur Debatte, die wir die ganze Zeit hier führen, um ein neues Kita-Gesetz und um die Parameter, die dieses neue Kita-Gesetz abdecken müssen. Ein neues Kita-Gesetz muss einen Personalschlüssel festschreiben, um die Qualität, aber eben auch die guten Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern in Kitas sicherzustellen. Und wie machen wir das? Na ja, Fachkräfte gewinnen und vor allem Fachkräfte auch halten. Denn oftmals ist es ja so, dass wir schon Erzieherinnen und Erzieher haben in Kitas, die aber irgendwann sagen, sie suchen sich eine andere berufliche Perspektive, beispielsweise in anderen Teilen der Jugendhilfe. Wir wollen aber diese Fachkräfte auch im System der Kita halten. Und dazu brauchen wir Arbeitsbedingungen, die das Berufsfeld der frühkindlichen Bildung auch attraktiver gestalten. Und das heißt, bei dem Fachkraft-Kind-Schlüssel, da brauchen wir eine Personalbemessungsgrundlage, die eben auch die Zeiten mittelbarer pädagogischer Arbeit mit einpreisen. Wir brauchen Leitungszeiten, die dort abgebildet werden. Wir brauchen aber auch Zeiten der Fort- und Weiterbildung. Und wir müssen auch sozusagen Fehlzeiten abbilden, eben durch Urlaub oder Krankheit. Und das alles muss Eingang finden in die Personalbemessung, muss Eingang finden in einen Fachkraft-Kind-Schlüssel, der nicht nur für qualitativ gute frühkindliche Bildung sorgt, sondern eben auch dafür, das Berufsfeld der Erzieherinnen und Erzieher attraktiv zu gestalten. Und da geht es natürlich dann auch um die Frage einer besseren Bezahlung und um die Frage der Schaffung guter Arbeitsbedingungen und eben nicht prekärer Bedingungen, wo vielleicht nicht unbedingt immer die Vollzeittätigkeit und vor allem nicht immer die unbefristete Tätigkeit die Norm ist. In Nordrhein-Westfalen sind wir da besser als in anderen Bundesländern. Immerhin sind ungefähr 60% unbefristet in unseren Kitas beschäftigt. Aber auch dort ist natürlich noch Luft nach oben. Und auch wir wissen, dass es natürlich nicht die eine Lösung gibt, um mal eben die Frage des Fachkräftemangels in unseren Kitas zu beheben. Das sieht ja im Übrigen auch die Jugend- und Familienministerkonferenz so und hat auch angemahnt, wir brauchen ein ganzes Maßnahmenbündel. Und beispielsweise auch, das ist ja erfreulich, dass immer so viele Männer im Familienausschuss sprechen, es wäre schön, wenn Sie auch mal Ihre Geschlechtskollegin sozusagen ansprechen würden, denn bislang haben wir nur 5% in unseren Kitas an männlichen Erziehern. Also auch da ist noch deutlich Luft nach oben. Und natürlich braucht es auch noch andere
Maßnahmen, beispielsweise eine Steigerung der Attraktivität unterschiedlichster Ausbildungsmöglichkeiten. Dabei ist praxisintegrierte Ausbildung ein Beispiel. Wir brauchen aber eben auch und gerade zur Erhöhung der Erzieherinnen und Erzieherzahl eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. Und das bedeutet, wir müssen nicht nur dort die Kapazitäten steigern, sondern wir müssen vor allem diejenigen Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, die dann unsere Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Zusammengefasst, wir haben Ihnen ein Maßnahmenpaket auf den Tisch gelegt, wo wir diverse Punkte angesprochen haben. Wir erheben damit auch keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit. Wir freuen uns aber sehr darauf, das fachlich weiter zu diskutieren, weil wir glauben, gute Kitas brauchen gute Fachkräfte. Und dementsprechend wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, das auch noch mit einer Anhörung zu begleiten im Ausschuss. Wir freuen uns auf die Diskussion. Vielen Dank.